So Leute, hier kommen meine Top 5 Filme. Und es wird ganz schwer für mich. Garantiert vergesse ich auch irgendeinen Film, weil 5 Filme schon sehr wenig. Die Nummer 5 ist 7 Psychos. Den Film finde ich super, weil ich generell sowieso auf Filme stehe, wo ich gute Laune bekomme. Gibt ja viele, auch gute Filme, wo man ganz traurig wird oder nachdenklich. Aber ich stehe generell total auf Filme, die ich witzig finde und die mir irgendwie ein gutes Gefühl machen. Nummer 4, Schwarze Schafe. Auch so ein Film, den ich einfach so cool finde, den ich mir immer wieder angucken könnte, weil die Schauspieler so geil das machen. Ich finde sowieso Milan Peschel ist ein super, super, super Schauspieler. Nummer 3 ist Amelie. Den habe ich zwar schon ewig nicht mehr gesehen, aber das ist so ein Film, wenn man den sieht, den vergisst man irgendwie nicht. Die Musik ist wunderbar, also wenn ich die Musik höre, kriege ich Gänsehaut. Der Film an sich ist einfach schön. Schön trifft es, glaube ich, am besten. Amelie ist einfach ein wunderschöner Film. Der ist bei mir auf Platz 3. Platz 2, wobei eigentlich tausche ich das. Platz 2 ist bei mir Amelie und Platz 3 wäre Schindlers List gewesen. Den habe ich zwar erst einmal gesehen, aber der hat mich so, und das ist auch schon lange her, aber der hat mich so berührt irgendwie. Und auch die schauspielerische Leistung von Ralph Fiennes, perfekt. Und Platz 1 ist für mich auch schon immer mein Lieblingsfilm, Einer flog übers Kuckucksnest. Das ist ist so der erste Film, den ich bewusst gesehen habe. Also, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, den habe ich mit meinem Vater gesehen. Und ist so der erste Film, wo ich nicht bewusst einen Film gesehen habe, aber wo mir klar war, Alter, das sind Schauspieler, wie machen die das? Ich konnte es nicht begreifen, weil ich finde, dass die es alle so, also die Geschichte natürlich ist super, ja, ein Film steht und fällt ja mit der Geschichte und die Geschichte ist schon mal super, aber die Schauspieler, wie die das geschafft haben, alle, das war so, so cool und der Film vereint halt alles, also der ist super witzig, hat total schöne, leichte Stellen, die so im Flug, wo man sich so ganz leicht fühlt, ist aber auch tief traurig, ist wunderschön, wo die ganzen Verrückten ihren Angelausflug machen, also das Boot klauen und ihren Angelausflug machen und der hat irgendwie alles in einem und das ist für mich auch schon immer mein absoluter Lieblingsfilm und deswegen steht der dort felsenfest auf der Nummer 1. Das war meine Top 5. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Filme gucken, damit ihr eure Top 5 zusammenstellen könnt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.